Ja, schönen guten Morgen. Willkommen zurück auf Bühne 4. Willkommen zurück bei der Vosges-Konferenz. Wir starten mit einer Demo-Session mit dem Titel Aufbau eines Geoportals mit QGIS Server und QWC2. Und diese Demo-Session kommt von Pirmin Kalberer und von Sandro Mani. Ich wünsche euch und uns allen viel Spaß. Bitte. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Demo-Session Aufbau eines Geoportals mit QGIS Server und QWC2. Es geht hier darum, den QGIS Web Client 2 in einer Docker-Umgebung aufzusetzen. Und dann ist das Programm, dass wir ein eigenes Projekt publizieren, einen Edit-Service aufsetzen, anschauen, was man beim Viewer anpassen kann und die einzelnen Services durchgehen und die Konfiguration anschauen. Das dauert rund 40 Minuten und wir beginnen mit der Docker-Umgebung. Dazu gehen wir jetzt in das QWC Services Repository. Das ist GitHub QWC Services. Da gibt es dieses QWC Docker. Da drin ist eine Demo-Umgebung schon mal vorkonfiguriert. Docker-Container für die Grundfunktionalität und mit der beginnen wir. Das heißt, wir beginnen mit dem entweder Download ZIP von dieser Docker-Konfiguration oder wir holen uns das Git-Repository. Das ist das, was wir machen. Ich gehe auf den anderen Bildschirm. Das Tutorial, das ich jetzt mache, ist hier beschrieben. Das ist Quick Start. Und so, wie gesagt, wir machen Klonen dieses QWC Docker und konfigurieren das dann. Und also ich beginne jetzt mit diesem Klon, ich bin schon in einem Verzeichnis. Das hat jetzt einiges installiert, dieses Docker-Verzeichnis, da gehe ich jetzt rein. Und was ich jetzt beginne, ich muss den Docker Compose haben. Ich setze jetzt hier voraus, dass ich Docker schon installiert habe, sonst ist hier noch eine Kurzbeschreibung, wie ich Docker installiere. Ich bin jetzt hier drin in QWC Docker und es hat ein Example-File für den Docker Compose. Das heißt, ich kopiere jetzt das zu einem Docker Compose-File. Und als nächsten Schritt generiere ich einen Secret Key. Ist auch eine Möglichkeit, wie man das gerade in einer Zeile machen kann. Das generiert dieses env-File, also das ist dann die Variable Secret Key, die jetzt hier zufällig gesetzt wurde im richtigen Format. Dann, bevor ich jetzt die Docker-Container starte, korrigiere ich noch einige Permissions. Es werden diverse Volumes gemountet, dann im Docker-Container und die müssen, je nachdem er geschrieben wird, müssen die auch die richtigen Permissions haben. Und wir setzen jetzt hier den Owner von diesen beschreibbaren Konfigurationen auf den User, der dann im Docker-Container aktiv ist. Hier mal, wo die QGIS-Files dann landen oder die QGIS-Ressourcen. Dann die generierte Config, heißt jetzt hier Demo-Config, ist in diesem Verzeichnis. Und das dritte sind noch weitere Assets für den Viewer, die zum Teil auch generiert werden. Und dann für die Volltextsuche wird Apache Solr eingesetzt und da setze ich die Ownership auch auf den User-ID, die dann im Container verwendet wird. Damit sind wir bereit, um die Docker-Container zu starten. Das ist docker-compose up-d. Wenn man das zum ersten Mal macht, werden jetzt hier Images runtergeladen. Das heißt, das wird eine Zeit dauern. Mir sind jetzt die schon vorhanden und
Jetzt müssen nur noch die Container gestartet werden. Ich schaue, ob alles gestartet wurde. Ein bisschen größer noch. Also man sieht hier einige Container am Laufen. Und gegen außen ist dieser Port offen, das ist der API Gateway. Der macht die Services von außen zugänglich. Und andere Services, die laufen nur auf Localhost für Testzwecke. Das heißt, wir können jetzt bereits auf diese Adresse gehen, 8088. Und da sollte bereits das Demo-Projekt am Laufen sein, das vorkonfigurierte. Das sieht jetzt soweit auch gut aus. Gerade weggeladen. Einfaches Projekt mit Raster-Hintergrund oder WMS-Hintergrund und Cookies leer. Ich zeige jetzt hier nicht alle Funktionen von QVC2, dazu gibt es andere Vorträge. Es sind hier jetzt aber eben einige QVC-Services im Hintergrund am Laufen. Man sieht das ja hier, vielleicht wenn ich einen herauspicke, so einen Elevation-Service, der kommt zum Zug, wenn ich eine Länge messe. Also hier jetzt mal was über die Alpen. Dann sieht man hier das Höhenprofil. Und hier sind die vorhandenen Layer. Könnten wir hier jetzt weitere externe Layer importieren. Layer ein- und ausschalten. Wir jetzt hier den Countries Layer. Legenden anschauen. Drucken. Hintergrundkarten anpassen. Und noch vieles mehr. Wir gehen jetzt zurück zu unserem Tutorial. Das heißt, wir haben die Container gestartet, den Viewer geöffnet. Ich werde mich jetzt dann gleich im Admin-GUI einloggen, das mache ich jetzt gleich. Mache jetzt hier mal parallel dazu. Das ist standardmäßig Admin-Admin, oder jetzt beim Initial-Setup, und dann wird man aufgefordert, das Passwort zu ändern. Das habe ich hier jetzt bereits gemacht. Oder auch nicht, ich muss es noch machen. Und jetzt muss ich es wie gesagt ändern. Ich nehme jetzt mein gespeichertes Passwort und jetzt muss ich mich mit dem anmelden und jetzt habe ich es geschafft. So, jetzt bin ich angemeldet und kann jetzt in dieses QVC Admin rein. Da sieht man ein paar Menüeinträge. Es geht hier vor allem um die Userverwaltung. Wir sind jetzt ein Admin und ein Demo-User vorkonfiguriert. Die können in Gruppen aufgeteilt werden. Diesen Gruppen oder User können Rollen zugeordnet werden. Wir haben eine Standardrolle Public. Das sind alle Leute, also auch nicht identifizierte. Wir haben eine Demo-Rolle und die Admin-Rolle. Dann gibt es Ressourcen. Das sind einen Karten, also Map. Das ist jetzt diese Demo-Karte, die wir sehen. Und hier sind auch schon Edit-Layer vorbereitet. Das sind so Data-Resources. Und diesen Resources sind jetzt Permissions zugeordnet. Die Map, die wir gesehen haben, ist Public, die Rolle Public, und auch diese Edit Layer, die sind Public. Aber da werde ich jetzt dann noch weitere Beispiele dafür zeigen. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen ein weiteres Thema hinzufügen. Also jetzt haben wir das Thema Demo. Das ist alles fixfertig vorkonfiguriert. Und jetzt will ich zeigen, wie man ein eigenes Cookies-Projekt in diesem Viewer publiziert. Dazu benutze ich Cookies. Und ich habe jetzt hier schon ein Projekt vorbereitet. Das arbeitet mit demselben Datensatz. Diese Länder, Provinzen. Ein recht einfaches Projekt. Hier kommen dann auch Provinzen dazu, Labels und so weiter. Und dieses Projekt will ich jetzt publizieren. Und das bedeutet, ich muss es an den richtigen Ort hinlegen. Und zwar eben dieses QVC Docker, wo wir jetzt waren, mehr als zu weit. Und da bei den Volumes config in die QGS Projects. Also hier hinten muss ich das kopieren. Ich mache jetzt QGS ein bisschen einfacher, wenn ich das auch
anschauen will. Google S, genau. Man sieht jetzt hier, es ist noch ein zweites da, das werde ich dann auch weglöschen, weil das sonst eher ein bisschen irritiert. Mein Projekt heißt jetzt Natural Earth QGIS. Ich lösche jetzt das ganz schnell. Also ich habe jetzt dieses Projekt an der richtigen Stelle gespeichert. Also ich kann jetzt zurück ins Admin-GUI gehen. Und dort generiere ich jetzt die Service-Konfiguration. Das sucht zuerst mal nach neuen QGIS-Projekt-Files. Also hat unter QGIS Project dieses Projektfile gefunden und schreibt das dann in den Container, wo auch QGIS Server es findet. Von QGIS Server wird dann von vorhandenen Projekten die Capabilities geladen. Das sind hier die erweiterten Capabilities mit Get Project Settings. Da werden Layer ausgelesen und weitere Informationen. Und daraus werden dann Konfigurationen gemacht. Einerseits für den OGC Service, dann aber auch für den Viewer. Und für alle anderen Services werden auch Konfigurationen aktualisiert. Es werden die Permissions gesammelt, in verschiedene JSON-Files geschrieben, hier jetzt Permissions-JSON, und das ist jetzt aktualisiert. Das heißt, ich sollte bereits jetzt, wenn ich jetzt hier einen Reload dann mache, das neue Projekt sehen. Das ist jetzt das hier und das sieht soweit aus wie erwartet. Also hier die Layer, Countries, und das ist das, was ich vorhin in QGIS gesehen habe. Ich habe auch mal eine Info-Funktion, halt mit dem noch mit der Standardfunktionalität, wo alle Spalten dargestellt werden, aber das kann ich alles im QGIS-Projekt konfigurieren und das wird dann hier umgesetzt durch diesen Konfigurationsschritt. Ich möchte jetzt als nächstes gerade was Anspruchsvolles machen. Ich möchte einen editierbaren Layer einfügen. Das heißt, ich gehe zuerst mal wieder ins QGIS-Projekt und hole mir aus dieser GeoDB einen geeigneten Layer. Hier vorbereitet ist bereits ein Edit. Polygons Layer, den füge ich dem Projekt hinzu. Gut, das ist jetzt mal der Layer im QGIS Projekt, aber ich muss jetzt natürlich auch noch Permissions dazu geben. Dazu muss ich zuerst Ressourcen anlegen. Ich habe hier mal die vorkonfigurierten Ressourcen und für die Map kann ich mal die Import-Funktion nutzen. Dann hat er diese Map gefunden. Und jetzt nehme ich noch meinen Datenlayer hinzu. Das sind die verfügbaren Ressourcetypen. Ich brauche jetzt hier ein Data Layer Ressource. Ich habe jetzt mal Edit Polygons. Und Parent ist meine Map, Natural Earth Countries. Und speichere diese Ressource. Das heißt, jetzt habe ich die Map und diese hier Edit Polygons Data Ressource. Und den gebe ich jetzt auch Permissions. Und zwar mache ich jetzt Public, das heißt, jeder User kann die editieren, wird meine Möglichkeit nicht so machen. Ich nehme zuerst die Map. Muss ich nichts weiteres eingeben. Ich gebe Leseberechtigung auf der Map. Und dann auf dem Edit Layer auch Public. Das ist dieser Edit Polygons Layer mit Natural Earth Countries. Und hier gebe ich jetzt auch noch Schreibrechte, da ich digitalisieren will. Damit sind diese Konfigurationen in der Konfigurations-DB gespeichert. Damit sie jetzt aber zu Laufzeitkonfigurationen werden, muss ich wieder den Config Generate Service Configuration Button drücken. Dann werden die neuen Konfigurationen für Viewer und Data Service, OGC Service generiert. Die
Permissions werden aktualisiert, damit zur Laufzeit keine Abhängigkeit von dieser Config-DB besteht und ich das auch einfacher betreiben kann. Gut, dann lade ich jetzt diese Karte neu. Ah, jetzt habe ich natürlich die Standardkarte zuerst. Geht wieder in das Thema rein. Und jetzt, wenn es funktioniert, habe ich jetzt hier unter Werkzeuge das Editierwerkzeug erhalten. Er sagt mir hier jetzt noch keine editierbaren Ebenen. Das ist nicht gut. Ich sollte jetzt eben dieses Edit-Polygon erhalten. Ich mache jetzt mal noch einen Force-Refresh, weil es könnte sein, dass er jetzt nicht wirklich die neue Konfiguration geladen hat. Aber gut, zuerst prüfe ich noch, hier ist schon mal schlecht, dass in den Layern der neue Layer nicht drin ist. Ah, ich habe die noch gar nicht gespeichert. Das ist natürlich ein schlimmer Fehler. Ja genau, in QGIS ist das noch geändert. Ich muss das direkt noch speichern. Project. Und muss damit nochmal Konfiguration generieren. Und jetzt habe ich das nochmal. Und wir werden es daran erkennen, dass zusätzliche Layer da sind. Jetzt habe ich diesen Edit Polygon Layer, das sieht gut aus. Und das heißt, wenn ich jetzt das Editierwerkzeug starte, dann erhalte ich auch diesen editierbaren Layer zur Auswahl. Ich mache jetzt Zeichnen und mache mal ein simples Polygon und erhalte hier jetzt gerade einen Eingabedialog. Und das ist jetzt ein bisschen testmäßig, wo halt alle Datentypen getestet werden. Description sind nicht alle obligatorisch und er wird dann auch reklamieren, wenn ich etwas nicht richtig eingegeben habe. Ich gebe jetzt einfach überall so einen Standardwert ein. Speichern. Aha, er sagt jetzt Feature Connect created. Das ist natürlich kein schöner Fehler. Schauen wir gerade, ob wir eine bessere Fehlermeldung finden. Docker Compose Logs F, ich nehme jetzt hier on tail. Ich drücke nochmal Speichern. Aha. Der Key existiert schon. Ah, meine Datenbank war jetzt nicht sauber aufgeräumt. Und ich habe jetzt hier keinen ID-Generator drin. Bin ich jetzt mal bei 10. Ah, jetzt wurde das Polygon gespeichert. Ich gehe jetzt hier mal raus aus dem Editiermodus und kann jetzt hier auch schon Identify auslösen. Und da sieht man einerseits dieses Testpolygon mit meinen Testwerten und darunter noch ein anderer Layer, der gefunden wurde an dieser Stelle. Das hat soweit funktioniert. Ich kann das auch editieren. Ich gehe nochmal rein in das Editierwerkzeug. Mache jetzt die Auswählenfunktion. Jetzt kann ich Attribute editieren, aber auch die Geometrie noch anpassen. Hier hatte ich auch einen Schreibfehler. Speichere das. Das hat funktioniert. Jetzt würde ich als nächsten Schritt, wie hier angedeutet in diesem Tutorial, ich habe das QGIS-Projekt, diese ersten zwei Sachen habe ich gemacht. Dann habe ich einen editierbaren Layer hinzugefügt, den QGIS-Projekt. Dann habe ich Map und Data Resources hinzugefügt. Und jetzt würde ich mal an diesem Editierformular arbeiten und ein paar Sachen zeigen, die ich hier anpassen kann. Ich habe bis jetzt ja gar nichts gemacht. Ich habe den Layer einfach reingenommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ins Formular reingehe, sieht man das Auto-Generate-Formular. Was ich jetzt hier schon machen kann, ich kann ein Alias setzen, ich könnte etwas ausblenden, was ich nicht anschauen will.
aber ich gehe jetzt gerade schon in die nächste Stufe ein, in Drag and Drop Designer. Da habe ich ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten in Cookies. Ich kann da zum Beispiel Tabs machen. Ich mache jetzt mal einen Hauptwert Tab und einen zweiten Tab mit Details und verteile jetzt mal, gruppiere die Sachen hier rein. Description ist nicht so wichtig. Die Normalus, die sind jetzt obligatorisch hier, deshalb nehme ich sie mal zu den Hauptwerten. Und das validated. Das. Ich kann das zuerst mal in Cookies zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe, jetzt, hier kann ich jetzt nicht editieren, das heißt, ich kann es jetzt hier im Moment gar nicht anschauen. Was ich jetzt gemacht habe, das wird jetzt im Cookies-Projekt gespeichert und diesmal drücke ich jetzt Speichern. Das heißt, ich habe jetzt das Formular angepasst, das fürs Editieren genutzt wird. Und mache jetzt die Konfiguration neu und das ist jetzt eine Funktionalität von diesem Config Generator, dass er aus diesem Cookies-Formular ein Web-Formular produziert. Was hat er hier reklamiert? Ah, nein, hier hat noch ein Recht gefehlt. Ich muss ihm noch das Recht hier geben, damit er hier schreiben kann. Das ist etwas, was wir hier schon eigentlich gemacht haben, aber wir haben es gemacht, bevor es dieses Formsverzeichnis gab. Das heißt, ich muss das hier nochmal machen, damit hier wirklich die Rechte vorhanden sind. Ah, jetzt lief es durch. Das ist gut. Bis zum Schluss. Das heißt, es wurde jetzt hier ein neues Formular generiert. Und ich probiere das jetzt gerade mal ein Refresh. Ich hoffe, es wird gerade geladen. Und zwar merke ich das, indem dass ich jetzt ein weiteres Polygon generiere. Ja, man sieht, ich habe jetzt zwei Tabs, einen Haupt-Tab und einen Detail-Tab. Und kann jetzt hier noch ein zweites. Hier ist ein bisschen unschön, dass er jetzt mir das Datumsformat nicht liefert. Das werde ich dann später noch besser machen. Aber wenn ich glaube, es war ein amerikanisches Format. Die Description habe ich leider nicht richtig platziert im Drag-and-Drop-Formular. Ich speichere mal, er konnte speichern. Das heißt, ich habe alle obligatorischen Felder ausgefüllt. War ich nicht. Ups. Ich wollte das auswählen und schauen, ob alles angekommen ist. Ja, er hat mein Datumsformat erkannt und die anderen Werte auch. Und die einige Werte waren nicht obligatorisch. Gut, das ist jetzt mal die zweite Variante. Hier kann ich schon mit dem Drag-and-Drop-Editor das Formular anpassen. Also ich kann gruppieren. Gut, was ich jetzt unbedingt machen sollte, das mache ich jetzt noch. Ich korrigiere diesen Description-Fehler und ich gebe hier jetzt noch wenigstens an einigen Attributen einen schöneren Namen. Das Description ist wirklich, ist mir hier rausgerutscht. Beim Date Time habe ich eigentlich den Budget Type Date Time gesetzt. Aber kann ich jetzt offenbar in dem Modus nicht so gut umsetzen. Ich
Jetzt hier mal ganz. Speichere neu und lasse den Generator nochmal durchlaufen. Mal refresh. Und ein drittes Polygon. So, das sieht gut aus. Also hier haben wir jetzt Name, Nummer in der schöneren Variante und ein Description ist jetzt unter Details. Soweit mal das Drag-and-Drop-Formular in Cookies. Jetzt gibt es ja noch eine weitere Stufe von Formularen. Das sind Provide UI-File, das heißt, ich kann mit dem Qt Designer UI-Files editieren. Ich starte mal diesen Qt Designer. Das ist ein zusätzliches Programm. Das ist eigentlich für Entwickler gemacht. Die Cookies-Oberfläche, also Cookies selbst, ist mit solchen UI-Files gemacht. Und jetzt fragte mir, ob ich einen neuen Dialog machen will oder was Bestehendes öffnen. Und hier kann ich jetzt gerade einen Trick nutzen. Ich öffne jetzt ein das generierte Formular. Und zwar, das jetzt wurde bei diesem Drag and Drop bereits so ein UI-File generiert. Und das wurde abgelegt, nicht hier, sondern unter QT2 Assets Forms. Hier wurde ein Edit-Formular automatisch generiert und das kann ich jetzt gerade als Basis nutzen, um, ich bin nicht in QT, wo bin ich jetzt? Habe ich den QT Design verloren? Jetzt. Ah, hier ist er. Ich nehme den Fullscreen und hier sieht man jetzt das Formular, das vorher generiert wurde und das ich jetzt mit diesem Qt Designer noch anpassen kann. Qt Designer platziert Widgets mit so bestimmten Layouts und kann jetzt hier einen Auszug daraus nutzen. Also wir hier haben sind verschiedene Edit-Fields, Q-Line-Edits, Q-Spinbox und Labels. Und was ich jetzt hier jetzt mal gerne machen würde, wäre eine zweispaltige Darstellung. Das heißt, ich nehme jetzt diesen Type in einer zweiten Spalte, das hier auch. Den Details Type, den lasse ich mal. Ich schaue hier noch, ob alles stimmt. Und ich habe jetzt hier ein Tab, Widget. Ich glaube, es gab ein Problem mit einer Variante, wenn das genau gleich ist, dass es nicht richtig ankam. Jetzt habe ich dem einen eindeutigen Namen gegeben, das ist jetzt nur in dieser Version hier nötig. Ja, könnte jetzt hier natürlich ein schöneres Label machen. Das lasse ich mal. Und vielleicht noch mir jetzt noch zu zeigen, hier funktioniert die Verbindung zur Datenbank oder zum Editieren über die Namenskonvention. Das heißt, diese Namen, diese Object Name, entsprechen genau dem Spaltennamen in der Tabelle, die ich editiere.
ich kann von Grund auf so ein Formular machen, da muss ich das richtig benennen. Und ich habe jetzt hier mit diesem vorgenerierten Formular begonnen, dann ist gerade schon alles richtig benannt. Das hat mir jetzt einiges an Arbeit abgenommen. Also jetzt habe ich ein UI-File. Da speichere ich jetzt mal in meinem Arbeitsverzeichnis, damit ich das dann auch weiter editieren kann. Mein Google Docker. Habe ich jetzt gespeichert. Und wenn ich jetzt mal zum Tutorial zurückgehe, das heißt, ich habe dieses Formular gemacht. Jetzt muss ich es aber noch an zwei Orte in den Container hinzufügen, diese Formulare. Ich habe das hier einmal vorbereitet. Und der zweite Ort. Also einmal muss es Cookies, muss es der Config-Generator sehen und einmal muss es dann auch vom Viewer gelesen werden können. Und jetzt muss ich aber noch im Cookies-Projekt sagen, dass jetzt dieses UI-File verwendet wird. Das heißt, ich gehe jetzt vom Designer, wenn ich jetzt hier mal schiebe, zurück in mein Cookies-Projekt. Und hier habe ich ja schon auf UI-File umgestellt. Aber jetzt muss ich noch sagen, welches, das ich nehmen will. Und da ist jetzt dieses UI-File im Cookies Projects, also da, wo auch mein Projekt gespeichert ist. Und dann speichere ich das neu. Das Cookies Projekt referenziert jetzt mein UI-File, das ich mit dem Cookie Designer gemacht habe. Dann kann ich jetzt wieder die Admin-Oberfläche, die Konfiguration neu generieren. Und jetzt sollte dieses UI-File als Edit-Formular konfiguriert werden. Hier sieht alles gut aus. Das heißt, ich kann hier gleich in die Demo rein. Ich lade jetzt hier neu. Und digitalisiere ein weiteres Polygon, um zu sehen, ob mein neues Formular jetzt hier angekommen ist. Und man sieht es bereits, wir haben jetzt zwei Spalten mit den entsprechenden Labels. Und auch das Formular funktioniert. Aber man sieht es gerade. Wir können also auch optimieren mit der Reihenfolge. Und hier könnte ich jetzt natürlich noch was Schöneres machen, eine Dropdown-Liste mit vordefinierten Aufzählungstypen. Hier kann ich die Möglichkeiten von Cookies ausnutzen, um hier ein praktisches Eingabeformular zu machen. Das sollte jetzt hier mal reichen für das Beispiel. Jetzt habe ich das dritte Polygon. Die Infoauswahl ist immer noch, jetzt sehe ich es im Formularsicht. Und wenn ich jetzt aus dem Editiermodus rausgehe, dann sehe ich es auch in Infosicht, dass alles angekommen ist, was ich eingegeben habe. Das sind jetzt im Schnelldurchlauf die Möglichkeiten der Formulargestaltung für das Editieren. Jetzt gibt es natürlich viele weitere Möglichkeiten, was ich jetzt mit meinem Projekt oder meinem Viewer anfangen kann. Ich habe jetzt hier einfach den Standard-Viewer genommen, hier mit Standard-Label und Standard-Funktionen. Ich kann hier weitere Plugins hinzufügen, wo ich spezifische Funktionalität drin habe. Ich kann Design anpassen, ich kann ein CSS dazu nehmen, das CSS anpassen, die Buttons anders gestalten. Ich habe hier umfangreiche Möglichkeiten, die jetzt
hier beschrieben sind, im, nein, nicht hier, Entschuldigung, die bei der, beim Viewer selbst beschrieben sind, also beim QVC2. Hier hat es eine Dokumentation, wo ausführlich beschrieben wird, wie man einen eigenen Viewer bildet. Also man muss dazu JavaScript programmieren und macht dann ein Bild, der alle Fragmente zu einem verteilbaren JavaScript-File komprimiert. Hier ist der Aufbau der Struktur, die Struktur von Erweiterungen, die ich machen kann, Translations, die ich erweitern kann. Das ist hier recht umfangreich, was man alles machen kann. Und hier ist auch die Dokumentation einerseits der Möglichkeiten, wenn ich ein Bild mache, aber auch, ich habe noch viele Möglichkeiten zur Laufzeit dann zu konfigurieren. Also es gibt ein Config.json, wo ich Plugins oder Funktionen ein- und ausblenden kann. Also ich kann Komponenten rausnehmen oder rein konfigurieren. Und das geht dann auch zur Laufzeit. Das heißt natürlich von den Funktionen, die im Viewer enthalten sind. Ich kann auch so unterschiedliche Konfigurationen für den Desktop-Viewer und für eine Mobil-Umgebung machen. Das ist hier bereits alles mal vorkonfiguriert, aber da gibt es natürlich dann noch, je nachdem, einiges anzupassen, wenn man andere Projektionen will, andere Standardeinstellungen. Da mache ich jetzt aber nicht weiter. Ich bleibe jetzt bei meinem Standard-Viewer oder beim Standard-Viewer, der, beim Demo-Viewer, der hier eingebaut wurde, in Docker bereits enthalten ist. Das heißt, diesen Customize-Schritt mache ich jetzt nicht. Hier ist die Konfigurationstable beschrieben, also Sachen, die ich jetzt gemacht habe, welche Ressourcentypen das es gibt, welche Rechte, wie das funktioniert mit den Permissions. Also hier ist eine zentrale Stelle für Dokumentation der QVC-Services. Aber dann geht es dann zu den einzelnen Services weiter. Ich gehe jetzt hier nochmal nach oben, zeige auch mal noch das Überblicksbild. Also was wir jetzt hier gesehen haben, wir haben auch vom Browser von außen auf diesen API-Gateway zugegriffen. Wir haben uns eingeloggt über den Out-Service. Wir waren Haupt-Viewer drin, wobei die Karten kamen dann über den OWS-Endpunkt, wo der OG-Service aufgerufen wurde. Der verwaltet, der kontrolliert die Rechte, die Zugriffsrechte auf Karten und Layer. Die Karte rendert dann QVC-Server im Hintergrund, natürlich mit Zugriff auf die Geodaten. Und dann gibt es diverse weitere Services, Suche, Druckservice, PDF-Druck, Reporting, Data-Service, den haben wir jetzt gesehen im Einsatz. Map-Info-Elevation habe ich auch schon gezeigt und Permalink-Service. Und dahinter sind dann je nachdem noch weitere Applikationen, die genutzt werden. Und der letzte Frontend-Service sozusagen ist dieses Admin-GUI. Das haben wir jetzt auch gesehen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Update-Config-Knopf gedrückt habe, dann wurde dieser Config-Generator-Service aufgerufen. Der hat einerseits aus der Config-DB diese Konfigurationen ausgelesen, also die Permissions, die ich gemacht habe, und hat auch aus der Grundkonfiguration das Tenant-Config-JSON eingelesen und daraus dann für alle Services ein JSON-File generiert mit der Service-Konfiguration plus ein Permission-JSON mit den Berechtigungen. Dazu wurde auch teilweise das Cookies-Projekt verwendet, das heißt, man hatte gesehen, er hat ein Git-Project-Settings vom Cookie-Server aufgerufen und das ist dann auch eingeflossen in diese Konfiguration, damit zur Laufzeit sofort gestartet werden kann und bekannt ist, welche Layer das es gibt, welche Karten das es gibt. Das heißt, zur Laufzeit muss kein Capabilities oder so geholt werden. Ich gehe jetzt noch auf einige der Services ein, zeige nur ganz kurz, was man da noch so
konfigurieren kann. Mapure habe ich vor kurz gezeigt. Das Configuration Backends haben wir gesehen. Es gibt noch so ein GUI für Selbstregistration. Der Authentication Service, da gibt es verschiedene. Wir haben jetzt hier in dieser Docker-Umgebung den Demo, also den DB Authentication Service, das heißt, die User werden in der DB gespeichert. Es gibt dann auch Services für LDAP Active Directory. Es gibt einen Kerberos-Dienst und es gibt einen SAML Authentication Service. Dann der OAuth Service, der ist jetzt auch in Benutzung. Der ist schon fertig konfiguriert, da gibt es nicht mehr so viel. Den Data Service haben wir jetzt auch über den Config Generator konfigurieren können. Der Permalink Service kann ich ganz kurz zeigen. Das ist der Service, der aufgerufen wird, wenn ich jetzt hier das Teilen aufrufe. Dann wird hier ein Permalink generiert. Ich zeige schnell mit einer ganz schnellen Skizze. Wir machen einen Kreis. Ups. Jetzt habe ich ein bisschen transparent. Kann ich einerseits drucken, aber auch weitergeben mit dieser Teilfunktion. Das kann ich als QR-Code weitergeben oder über diesen Shortlink, wenn ich das in meinem Browserfenster öffne. Dann sollte der gleiche Ausschnitt erscheinen, die gleiche Leerliste, also alles, was ich hier eingestellt habe und eben auch Redlining-Zeichnungen. Und das wird über hier war ich. Das wird mit dem Permalink Service geregelt, also wird in der DB gespeichert, der aufgelöste Permalink. Der Elevation Service zeige ich auch ganz kurz, den habe ich ganz am Anfang demonstriert und hier gibt es eigentlich eine wesentliche Konfiguration, nämlich die Daten für die Elevation und in dieser Demo Docker Umgebung ist ein Remote TIFF konfiguriert. Also ist ein Cloud Optimized GeoTIFF, was jetzt hier für die Höhenabfrage verwendet wird. Aber hier wird man häufig ein eigenes Höhenmodell hinterlegen, das dann lokal gespeichert ist. Und das kann man auf diese Weise konfigurieren. Das ist der Elevation Service, der Map Info Service, das ist dieser hier. Wenn ich auf die rechte Maustaste klicke, dann wird einerseits die Position angezeigt. Es wird, wenn ein Elevation Service vorhanden ist, wird die Höhe da abgefragt und ich kann auch noch ein zusätzliches Feature abfragen. Ich zeige mal schnell, wie das hier konfiguriert wurde. Das ist Map Info Service in der Konfiguration drin. Ich muss sagen, welche Datenbank dahinter ist, wo er die Info holen soll. Man soll es hier aus den Countries lesen. Die Geometrie-Spalte, die Anzeigespalte und den Titel der Info. Das ist das, was wir hier jetzt gesehen. Country Switzerland. Ich gehe jetzt hier zum nächsten Service. Das war jetzt der Map Info Service, Document Service, das ist nochmal eine umfangreiche Geschichte, wo ich mit JASP Reporting PDF Reports generieren kann. Der Print Service kann ich noch das Cookies Printing erweitern, also ich kann natürlich die normalen Layouts drucken, als die Cookies Project Layouts kann ich als PDF drucken, aber mit dem Print Service kann ich noch zusätzliche Funktionalität, noch zum Beispiel Titel und Header und so hinzufügen. Und dann die Full-Text Search Engine, das ist auch nochmal ein Kapitel für sich.
Das hat man gleich, sieht man. Hier hat man jetzt zum Beispiel, wenn ich mal diesen Gladys Viewer anschaue, dann habe ich hier die Volltextsuchfunktion, kann nach einer Zahl suchen und erhalte hier dann verschiedene Einschränkungen und ich kann auch nach Layern suchen, ich Adressen, Lokalnamen, Flurnamen. Also ich habe hier eine sehr mächtige Volltextsuche, die sinnvolle, gute Treffer liefert, die man dann weiter einschränken kann. Und die ganze Konfiguration, die ich jetzt hier gezeigt habe, könnte ich jetzt auch noch für verschiedene Mandanten machen. Ich habe jetzt hier immer diesen Default Tenant Config gemacht. Eine weitere Funktionalität von diesem QVC Service ist, dass ich hier auf derselben Infrastruktur mehrere Mandanten bedienen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel mehrere Kommunen auf einer Installation betreiben. Ich kann für alle den Viewer customizen, konfigurieren. Sie können entweder gemeinsame Kartendaten haben oder komplett getrennte, dasselbe mit Use von Permissions, sie können getrennt sein oder auch kombiniert. Und so kann ich eigentlich mehrere solche Kartenportale auf derselben Infrastruktur betreiben. Ja, das war jetzt so ein kurzer Durchlauf durch QVC Services. QVC Server im Hintergrund und QVC 2 als Viewer. Gebe sich noch viel mehr zu, auszukundschaften und zu zeigen, aber das hier soll mal als Einstieg dienen und so ein bisschen die Richtung zeigen, wo man dann weiter forschen kann. Besten Dank. Ja, vielen Dank. Sehr spannende Demo-Session. Hat wirklich Spaß gemacht, toll zu sehen, was sich in dem Projekt da alles schon möglich ist. Es gibt massiv viele Fragen, die wir, das kann ich jetzt schon verraten, nicht alle schaffen werden. Aber wir haben das gerade eben besprochen, Backstage und Pirmin und ich glaube auch Sandro werden gleich in der Netzwerkwelt beim Ausstellerstand von SourcePol, die beiden ja vertreten, anzutreffen sein. Und wenn eure Frage jetzt nicht hoch genug gevotet war, dass wir jetzt schaffen, dann schaut doch einfach in die Netzwerkwelt vorbei. Sprecht mit den beiden und die beantworten euch sicher gerne auch nochmal Fragen, die wir jetzt nicht beantworten können. Ja, ich gehe jetzt einfach mal durch nach den höchsten Votes. Das ist der demokratische Prozess, der hier läuft. Und die höchste Frage, die wir haben, ist der Docker-Container für den produktiven Einsatz geeignet? Also wir haben Kunden, die Docker Compose produktiv einsetzen. Das geht. Die meisten stellen dann irgendwann auf Kubernetes also um. Also konfigurieren dann halt diese Docker Container für Kubernetes. Das geht, wenn man Kubernetes kennt, geht das analog dazu. Also ja. Es geht, aber es wird Docker Compose eigentlich nicht empfohlen für produktiven Einsatz, wird aber trotzdem gemacht und funktioniert eigentlich gut. Okay, danke. Dann die zweithöchste Frage ist, können Rechte auf einen bestimmten Datenbestand innerhalb eines Themas zugewiesen werden? Zum Beispiel Person 1 darf nur bestimmte Attribute einsehen oder Person 2 darf nur bestimmte Attribute bearbeiten. Also wir haben ein recht feines Rechtesystem. Man kann Rechte auf ganze Karten geben, man kann Karten auf Rechte auf Layer geben und man kann Rechte auf Attribute geben. Und da sieht man, also man kann Attribut lesen und Attribut schreiben noch trennen, die Rechte, und das dann für einzelne User beziehungsweise dann auf Rollen zusammengefasst. Ja, danke. Dann die nächste hohe Frage ist, können Fotos und Diagramme in die Objektinfofenster integriert werden? Sandro, magst du da was sagen? Also man kann grundsätzlich in einem, schon von Cookies aus, in einem Attribut HTML eingeben und wenn dort auf ein Bild verwiesen wird in einem Image-Tag, dann wird es auch dargestellt im Webclient. Weitere Möglichkeiten existieren aktuell nicht. Okay, danke. Dann die nächste Frage wäre, können Legenden auch angezeigt oder gar angepasst werden? Sandro, du bist gerade am Reden.
Legenden, also eine Verständnisfrage, was hier gemeint ist, also Legenden von eben können angezeigt werden, falls ich jetzt die Frage richtig verstehe. Also die WMS-Legenden, die werden sowieso angezeigt, die werden automatisch angezeigt und es gibt noch einen Legend-Service, wo man noch manuelle Bilder hochladen kann und dann noch manuelle Legenden setzen kann, die dann anstelle der WMS-Legende angezeigt werden. Und die sind auch druckbar als Gesamtlegende. Ja, also dann sozusagen nochmal in die Dokumentation schauen, da wird es wahrscheinlich auch drin stehen, beziehungsweise man kriegt es dann eben über den WMS-Dienst dann raus. Ne? Mhm. Schön. Jetzt haben wir viele Zweierfragen. Ja, das mit dem UI-File, das lassen wir weg. Das wurde eigentlich ausführlich geguckt. Da müssten wir vielleicht nochmal zurückgehen. Können im QW2 für das Drucken, PDF-Erzeugen die QGIS-Layouts verwendet werden? Also die Print-Layouts, nehme ich mal an, wird da gemeint. Genau, ich habe das ja kurz erwähnt. Also jetzt, wenn ich in der Standardkonfiguration werden die Print-Layouts zum Drucken angeboten und da wird dann ein PDF-Druck angeboten. Also ich kann noch... Und dann gibt es Zusatzfunktionalität, wo ich noch der User dann noch Titel setzen kann, Notizen dazu, er kann Karte drehen und so. Also gewisse vorgeschrittene Funktionen, die benötigen dann noch den QVC Print Service, aber dahinter steht immer QGIS Server, der das QGIS Print Layout verwendet und zwar ein PDF macht. Gut, dann haben wir noch eine Frage. Kann ich QVC2 innerhalb einer XAMPP-Umgebung mit einem Apache-Server ausprobieren? Ja, also ich kenne jetzt XAMPP nicht im Detail, aber wir unterstützen, also es wird auch der Betrieb mit Apache WSGI unterstützt und das müsste in dieser Umgebung dann funktionieren. Nur gibt es hier jetzt nicht so schöne Vorlagen. Ich glaube, es gibt ein Apache-Konfigurationsmuster, wo man das als WSGI betreibt und das wird auch produktiv gemacht, also das unterstützen wir auch so. Ja, ob es möglich ist, eine DB-Datenbank einzubinden, ich denke mal, das ist ein einfaches Ja, oder? Ja, ganz sicher. Also diese Editierdemo, die hat auf einer PostGIS-Datenbank basiert. Genau. Und was ist die beste Möglichkeit, die Daten mit dem internen Datenbestand zu synchronisieren, wenn auf einem öffentlichen Server editiert wird? Also editieren wird wirklich nur eine direkte PostGIS-Connection unterstützt. Das heißt, ich muss hier wirklich mit Postgres witteln, synchronisieren, halt. Entweder man muss bestimmen, welches ist der Master und fürs Editieren wäre es dann halt die Internet-DB oder die Publikations-DB der Master und da muss ich halt zyklisch einen Dump machen und im internen Server wieder restoren. Also das können wir jetzt nicht applikatorisch, können wir da nicht so viel helfen. Das ist wirklich Infrastruktur. Wir haben vielleicht noch Zeit für 2, 3 kleinere Fragen. Es kommen auch immer wieder neue Fragen rein. Also ich kann nur noch mal wiederholen, die beiden sind am SourcePol-Stand gleich noch zu finden in der Netzwerkwelt. Schaut doch einfach da vorbei, genau, und kommt da mit Ihnen ins Gespräch über den QGIS-Server und den Webclient. Kann die Locator-Konfiguration aus dem Desktop übernommen werden? Das ist die zweitoberste Frage. Ich kann mir überlegen, Locator-Konfiguration verstehe ich jetzt gar nicht. Sandra, verstehst du das? Vielleicht könnt ihr was sagen, wie quasi der Locator im QGIS Web Client funktioniert. Vielleicht hilft das schon weiter. Ist das irgendwie. Die Suche gemeint? Wahrscheinlich ist die Suche gemeint. Ist nicht der GPS Locator. Es ist halt schwierig, wie kann ich rückfragen? Ja. Ja, gut. Also die Suche ist komplett unabhängig. Das ist wirklich ein eigenes Setup. Was übernommen wird, ist einfach die Grundzoom aus der Karte. Aber jetzt mehr. Kann ich jetzt da nicht interpretieren. Nee, ich denke, ja, das ist hat Vorteile, ne, hat aber auch Nachteile. Man kann schlecht nachfragen direkt, aber ich hoffe, wir haben ein bisschen weiterhelfen können. Willst du noch diese große Frage noch was sagen zu der mit, werden folgende Funktionen unterstützt? Atlas Print Snap im Rahmen der Geometrieerfassung wird bei Dokumenten ein Link zur Quelle erstellt. Oder wird auch eine Dokumentenauswahl das Dokument auf einem bestimmten Ort abgelegt und anschließend ein Link zur neuen Quelle erstellt? Vielleicht beschränken wir uns auf den ersten Teil der Frage, ob Atlas Print und Snap unterstützt wird. Also Atlas Print wird nicht unterstützt, Snap ist geplant und bei den Dokumenten gibt es, also diese Dokumenten-Upload-Funktion gibt es und dann werden Dokumente in einem bestimmten Verzeichnis auf dem Server gespeichert und können auch wieder runtergeladen werden. Das wäre so die Kurzantwort. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Es sind leider ein paar Fragen offen geblieben. Ich denke, es sind weiterhin Fragen offen geblieben. Ich denke, was wir gesehen haben, es ist ein tolles Projekt. Es hilft einem wahnsinnig weiter, wenn man sozusagen auch sein QGIS-Projekt direkt ins Web bringen will. Ich finde es eine tolle Lösung. Super, dass ihr da, ja, da so dahinter steht. Und wie gesagt, die beiden sind jetzt noch in der Netzwerkwelt anzutreffen. Freuen sich da, wenn ihr am SourcePol-Stand vorbeikommt. Die Anleitung zur Netzwerkwelt findet ihr auf der linken Seite in eurem Tab. Von oben ist Netzwerkwelt. Und wenn ihr da aufs Bild klickt, dann kommt ihr rein und dann gibt es den Expo-Raum und da müsst ihr die Tür finden. Und wenn ihr das geschafft habt, dann seid ihr fast da. Ich glaube, ihr seid südlich, oder? Unten im Expo-Raum, wenn ich mich recht entsinne. Und genau, da könnt ihr die beiden antreffen. Dann danke ich euch ganz herzlich für die Beantwortung der Fragen, für die Demo.